Ich wollte heute mit euch über das Thema reden, was meiner Meinung nach das wichtigste Thema überhaupt ist, was die islamischen Themen angeht. Das wichtigste Thema überhaupt, um etwas für die Umma zu verbessern. Das ist islamische Kindererziehung. Und vielleicht wird sich der eine oder andere fragen, Abu Hamza, wie begründest du das, dass das für dich das Wichtigste überhaupt ist? Das A und O, das Thema, worüber man am meisten reden muss. Diese Erkenntnis beruht bei mir insbesondere auf meiner Erfahrung, die ich in den ganzen Jahren gemacht habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe im Jahr 2001 den Islam angenommen. In der Anfangszeit, wo ich den Islam angenommen habe, das ist vielleicht auch interessant für viele, die diese Zeit nicht so mitbekommen haben. Ich bin jetzt 89 Jahre alt. Da habe ich mich aber gut gehalten. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich sehe jetzt, wie der Kaffeemaschine weiß. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Und als ich den Islam angenommen habe, müsst ihr euch vorstellen, es war zur damaligen Zeit so, es gab sehr wenige Bücher auf Deutsch. Deutschsprachige Islamunterrichte in YouTube oder sowas. Ich glaube, YouTube gab es, ich glaube, im Jahr 2001 noch gar nicht. Zumindest keine deutschsprachigen Unterrichte. Internetseiten mit Unterrichten. Es war alles sehr, sehr rar gewesen. Das heißt, Freitagspredigten auf Deutsch im ganzen Kölner Umland, also in ganz Köln und Umgebung, ich rede jetzt nicht von Bonn, kannte ich eine einzige Moschee, wo es eine Freitagspredigt auf Deutsch gab. Und du musst dir vorstellen, ich als Deutscher werde jetzt Muslim. Du bist gerade in der Anfangszeit besonders wissbegierig. Du willst am liebsten alles mitbekommen. Es gibt fast gar nichts. Ja? Und das war die erste Erfahrung, die man gemacht hat. Was zeigt das? Was zeigt diese erste Erfahrung? Was ist das für uns für ein Rückschluss jetzt? Dass man eigentlich sehr, sehr stark verschlafen hat, eine Zeit verschlafen hat. Die Jugend, die in Deutschland aufgewachsen ist, die meisten davon verstehen die deutsche Sprache besser als ihre Muttersprache. Ich kann zum Beispiel sagen, ich komme aus Bergheim, bei Köln. Da habe ich damals gewohnt, wo ich den Islam angenommen habe. Und da gab es zur damaligen Zeit eine arabische Moschee. Die meisten Jugendlichen sind Berber. Die meisten Jugendlichen sind Berber. Oder marokkanische Araber, die halt die Derija, die Umgangssprache sprechen. Und dann kommt der Imam und redet meistens immer auf Hocharabisch. Das heißt, die meisten Jugendlichen, die in die Moschee gehen, die verstehen von dem, was der dort erzählt, fast gar nichts. Das ist so, als wenn ich bei einer Predigt dabei bin, wo einer Schweizerdeutsch redet. Und fängt voll an, Gas zu geben. Ich kann immer einige Wörter rauspicken und den Sinn irgendwo verstehen. Und deswegen ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass wir heute, ich meine, es hat sich heute im Gegensatz zu vor 10 Jahren schon stark verbessert, dass wir eine Jugend haben, die sehr, sehr weit entfernt ist. Was das Gebet angeht, was das Praktizieren angeht. Aber warum? Hier kommen wir zum ersten Punkt, was die Erziehung überhaupt angeht. Weil es alles etwas mit Kommunikation zu tun hat und Überzeugungsarbeit. Und ich kann niemanden überzeugen, wenn ich mit ihm in einer Sprache spreche, die er nicht versteht. Deswegen sind alle Propheten mit den Sprachen gekommen, die sie mit ihres Volkes. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Im Jahre 2001 habe ich einen Arabischkurs gemacht. Und ich bin in den Arabischkurs reingekommen. Und da waren zum Großteil Marokkanerinnen im Arabischkurs gewesen, die Berberinnen sind. Ihr müsst euch vorstellen, für die, ich habe jetzt hier auch Algerier vor mir sitzen, bei denen ist es genau dasselbe. Es gibt dort auch Berber und Araber und die kennen sich damit aus. Das ist eine völlig andere Sprache. Also Berbisch und Arabisch sind zwei Sprachen, die nichts miteinander zu tun haben. Und wenn einer, die Berber, die natürlich in Algerien oder Marokko aufwachsen, automatisch lernen die Arabisch.
Nur wer in Deutschland aufwächst und in einem Elternhaus, wo nur Arabisch gesprochen, wo nur Berbisch gesprochen wird, kann das fast nicht. So, und da war ich dann in dem Arabischunterricht gewesen. Warum rede ich gerade über diese Erfahrung? Weil ich will euch erstmal klar machen, und dass ihr das auch verinnerlicht, warum ich so überzeugt bin, dass diese Sache so wichtig ist. Da waren nur berbische Mädchen, die Arabisch lernen wollten. Und wenn du sie gefragt hast, ob sie schon Arabisch gelernt haben, dann haben sie meistens Arabisch in der Moschee gelernt. Aber es ist davon fast nichts übrig geblieben. Ich habe die in kurzer Zeit eingeholt. Nicht, weil ich besonders intelligent bin oder die besonders dumm sind, sondern das, was sie vorher in der Moschee gelernt haben, hat nicht so viel gebracht, aus einem Grund. Arabisch ist keine einfache Sprache. Da gehört Anstrengung zu. Und eine Sprache lernst du dann, wenn du eine Notwendigkeit dazu siehst, die Sprache lernen zu müssen. Wie lernst du das? Indem man die Liebe zur Religion vermittelt. Und deswegen merkt euch diese Sache. Das A und O bei der Kindererziehung, wo ich vielleicht später nochmal zu kommen will, ist die Liebe zu Allah und die Liebe zum Gesandten zu vermitteln. Das A und O in der Erziehung ist die Liebe Allah und die Liebe zum Gesandten zu vermitteln. Das ist das A und O. Weil das ist die Grundlage. Wenn das stimmt, stimmt alles. Wenn du etwas liebst, du bist bereit, dafür alles zu tun. Schau dir deine Familie an, schau dir deine Ehefrau an, schau dir deinen Ehemann an. Was bist du bereit dafür zu opfern? Du bist bereit, wenn du weißt, deine Ehefrau oder dein Ehemann, der kommt und du musst ihn vom Flughafen abholen, mitten in der Nacht. Es ist für dich absolut kein Problem und du hast eine absolute Freude, sogar zum Flughafen 200 Kilometer morgens zu fahren, deinen Mann oder deine Frau abzuholen, wenn du dich freust, sie zu sehen. Wenn du Liebe zu Allah hast, ist auch kein Problem für dich, morgens aufzustehen. Zum Fächergebet. Wenn die Liebe, umso stärker die Liebe wird, umso einfacher wird es. Es ist das A und O. Auf jeden Fall, so ging es dann die ganze Zeit weiter und man hat dann verschiedene Erfahrungen gemacht. Bei mir war es dann so gewesen, dass ich dann im Jahr 2002 geheiratet habe. Also ich bin 2001 Muslim geworden. Dann habe ich im Dezember 2001 meine Frau kennengelernt, im März 2002 geheiratet. Und dann wollte ich mich immer weiter vertiefen in der Religion. Ja, immer weiter vertiefen in der Religion. Und habe dann noch jemanden in Deutschland getroffen, wovon ich viel lernen konnte, alhamdulillah, 2 Jahre lang ungefähr. Und dann bin ich hierhin nach Mekka gekommen. War hier 2 Jahre. Das heißt, ich habe überall in Marokko, hier in Saudi-Arabien. Und du musst dir vorstellen, du bist hier in Saudi-Arabien mit Leuten aus allen Ländern. Bei mir in der Klasse waren Leute aus Trinidad, das ist Karibik, eine Karibikinsel, aus Kanada, aus den USA, und nicht nur in meiner Klasse, sondern überhaupt an der Universität. In meiner Klasse Südafrika, Indien, Pakistan, Mali, Senegal. So viele verschiedene Länder. Aus dem Kosovo und so weiter und so fort. Du hattest dann so die verschiedensten Leute. Dadurch kriegt man so viel mit. Man sieht so viele Probleme, die auftreten. Im Jahr 2006 bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Ja? Und ich bin eigentlich nur zurückgekommen, weil meine Frau war schwanger gewesen. Die sollte unser zweites Kind bekommen. Und dann 9 Stunden nach der Geburt. Ich wollte eigentlich nur für die Geburt kommen, kurze Zeit in Deutschland bleiben, zurückkommen fürs Studium. Ja? Und was ist passiert? 9 Stunden nach der Geburt ist das Kind blau angelaufen, musste in die Intensivstation und so bin ich dann in Deutschland geblieben. Wie waren die ganzen Jahre gewesen? Jahre 2006, wir waren fast jedes Wochenende in einer anderen Moschee. Wenn ich heute irgendwo bin und gucke auf die Autobahnschilder, ich kann fast immer sagen, hier in dem Ort, hier in dem Ort, hier in dem Ort. Manchmal sehe ich ganze Autobahnschilder und kann sagen, ich war schon in jeder Stadt dort gewesen. Wir waren in Deutschland, in jedem Bundesland außer Brandenburg. Ich erzähle das nicht, um mich selber zu loben, möge Allah uns Ikhlas geben. Ich erzähle das, um zu sagen, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe so viele Sachen miterlebt. Und du hast diese Liebe für Allah und möge Allah unsere Liebe zu Allah stärken. Und du willst etwas verändern. Du machst dir Gedanken, wie kann ich was verändern? Und du siehst diese Probleme vor deiner Haustür.
Du siehst Jugendliche, die in die Spielhalle gehen. Du siehst Mädchen, die ganz katastrophal gekleidet sind. Leute, die nicht beten. Leute, die Drogen nehmen. Traumberuf zur damaligen Zeit, glaube ich, war unter den Türken in Köln Zuhälter gewesen. Und ich mache keinen Späße. Und da soll keiner sauer auf mich sein, aber das ist die Tatsache gewesen. Weil man einfach falsche Vorbilder gehabt hat. Ja? Und auch Traumberuf unter den Tunesiern. Weil man halt falsche Vorbilder hat. So, und du kommst als jemand, der die Religion liebt, und du siehst, der Islam wird mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Der Islam wird in Verbindung gebracht. Die Leute praktizieren nicht. Du hast so viele muslimische Freunde und kein einziger betet 100 Mal am Tag, 5 Mal am Tag. Kein einziger. So, da sagst du dir, wie kann ich das verändern? Was hat mich verändert? Okay, wir müssen die Botschaft rüberbringen an die Leute. Aber wie? Und der erste Gedanke war, und das fing eigentlich schon 2005 an, ich habe einen Hadith in Sahih Muslim gelesen, der hieß, Satajidu nasi ke ibli mir, la tajidu rahilata. Du wirst die Menschen finden wie 100 Kamele, keines davon ist nützlich, um ein vernünftiges Reittier zu sein. Was verstehen wir unter dem Hadith? Das 101. Kamel wird aber eventuell nützlich sein. Das war für die Arbeit mit den Nicht-Muslimen. Weil du musst dir vorstellen, das ist die andere Seite. Ich sehe die Muslime, aber ich sehe auch die Nicht-Muslime. Aus meiner Familie. Aus meiner Familie sehe ich Leute, ja, mein Opa, wann ist er gestorben? Im Jahr 2000 ist er gestorben. Ja, ich sehe, oder 1999 ist er sogar schon gestorben. Im Jahr 2000. Ich sehe Leute, mein Onkel ist im Jahr 1990 gestorben. Du siehst Leute, die auf dem Weg in die Hölle sind, und wer ruft sie zum Islam? Der Prophet a.s. hatte die Liebe für diese Religion, der wollte am liebsten alle Menschen mitnehmen. Und dieses Gefühl musst du im Herzen haben. Du musst dir wünschen, dass die Menschen vor der Hölle gerettet werden. So, und das war unser Antrieb gewesen. Und da habe ich mir gesagt, okay, umso weiter wir die Botschaft verbreiten, umso mehr Leute wir die Botschaft hören lassen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das 101. Kamel in Anführungsstrichen die Botschaft akzeptiert. Weil der Prophet sagt, du wirst die Menschen sehen wie 100 Kamele, keines ist nützlich zum Reiten. Aber das 101 eventuell noch. Dann habe ich hier in der Universität ein Hadith gelernt, habe darüber nachgedacht. Der Hadith von Safa und Marwa, wo der Prophet auf Safa gegangen ist, ihr wart selber dort gewesen, und hat die Menschen gerufen. Wo war Safa? Wo ist Safa? Wie weit ist das von der Kaaba entfernt? Ist nicht weit, oder? Ein Steinwurf bist du an der Kaaba. Wenn du richtig gut werfen kannst, die Marokkaner können gleich meist gut mit Steinen werfen, ja, wenn du gut werfen kannst, Geria auch, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, wenn du weit genug werfen kannst, kannst du dann die Kaaba werfen, einen Stein. Natürlich heute nicht mehr, weil das natürlich, aber zur damaligen Zeit, der Prophet, das ist also Downtown Mekka, der Prophet hat alle aufgerufen, warum? Weil er wollte, dass so viele Menschen wie möglich auf einmal davon hören wollen. Jetzt kommen wir zum Punkt. Du machst dir Gedanken, du machst dir Projekte, zum Beispiel, du willst Prediger vereinigen, ja, um größere Kraft zu haben. Wir machen eine Webseite auf, das war extra eine Webseite zur Vereinigung der Prediger. Und ich rede hier Klartext, mehr oder weniger, weil viele von euch sind sich Sachen, die im Hintergrund stattfinden, nicht so ganz bewusst. Ja. Und ehrlich gesagt, ich war die ganzen Jahre, die letzten 2 Jahre waren für mich sehr anstrengend gewesen, ja. Weil es war sehr, sehr schwierig für mich, Motivation zu finden, ehrlich weiterzumachen. Ich hätte am liebsten gesagt, weißt du was, kein Bock mehr auf euch. Tschüss, ich hasse euch. Also ich rede jetzt nicht von euch, sondern allgemein, ich habe keinen Bock mehr. Aber mir war klar, das kann ja nur vom Scheitan sein. Weil Nuh a.s. hat 59 Jahre da gemacht, fast keiner hat ihm gefolgt. Aber ich denke, das kann doch nicht sein. Prediger vereinigen, die Seite Einladung zum Paradies wurde damals gegründet. Und da ging es darum, für jeden Prediger eine Rubrik zu haben, wo man drauf geht und man findet seine ganzen Vorträge. Der Ibrahim Thomas schreibt verschiedene Prediger an, damit sie die Videos schicken, damit wir die auf unsere Seite tun können.
Fast keiner schickt seine Videos. Was ist das Problem? Ich kann euch sagen, was das Problem ist. Das Problem ist, dass Leute immer selber ihre Zügel in der Hand haben wollen oder dich selber in der Hand haben wollen. Dann wird vor ein paar Jahren, wurde im Hintergrund, habt ihr alle nichts von mitbekommen, wurden ein Treffen organisiert, nicht von mir, von anderen, um die Prediger zu vereinigen in Deutschland. Ich habe von vornherein zum Ibrahim Thomas gesagt, der mit mir zusammenarbeitet, ich gehe nicht zu diesem Treffpunkt hin. Ich rede heute erstmal nur über die Wichtigkeit der Erziehung. Ja, damit ihr Bescheid wisst, weil ich möchte euch das verdeutlichen. Und dann habe ich gesagt, weil ich weiß, worauf es kommt, das ist Zeitverschwendung. Ich habe keinen Bock, zu einem Treffen zu gehen, was am Ende Zeitverschwendung ist, weil ich weiß, was passieren wird. Es wird darum gehen, uns an die Zügel zu machen, damit man uns bestimmen kann, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir sind die Bosse und ihr habt zu gehorchen. Was passiert? Ich glaube, das Treffen hat 5 Minuten stattgefunden. 5 Minuten, da hieß es, wir müssen einen Emir wählen. 5 Minuten. Nach 5 Minuten, was heißt das Emir wählen? Das heißt, wir bestimmen für euch einen Emir und der hat euch dann zu tun, der kann euch dann befehlen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Und ihr könnt euch nicht mehr bewegen, wie ihr wollt, aber ich bin von meiner Sache überzeugt. Und ich weiß, dass es hier nur darum geht, um mich einzuschränken. Ja? Das sind solche Sachen. Dann zum Beispiel Kundgebungen. Wir machen Kundgebungen. Warum machen wir Kundgebungen? Hör mal, es geht darum, Marwan Shabimi wird abgeschlachtet in Dresden in einem Gerichtssaal. Wir machen eine Kundgebung. Was passiert? In Berlin, da kommen 250 Muslime. Von 250.000 Muslimen, die da leben. Was ist das Problem? Wir haben doch die Gesamtheit aufgerufen. Nein. Wenn ich nicht der Chef bin und ich nicht persönlich eingeladen wurde, dann komme ich auch nicht und dann sage ich meinen ganzen Leuten, ihr geht da bloß nicht hin. Das ist das Problem. Oder man versucht, irgendwelche Ausreden zu finden. Ja, das bringt ja sowieso nichts und das ist ja sowieso schlecht. Was noch weniger was bringt, ist ein Verbrechen, was Muslimen geschieht, zu verheimlichen. Weil worum ging es damals? Das sind die Vorläufer von der AfD heute. Das sind die Vorläufer von der Islamhetze im Internet. Zur damaligen Zeit, an diesem Moment, hätte man diese Hetze stoppen können. Die AfD und diese Parteien, wodurch sind die entstanden? Die sind durch diese ganze Propaganda entstanden, die im Internet gemacht wird. Dadurch sind sie entstanden. Und das hätte man damals stoppen können, weil es pure Volksverhetzung ist. Aber nur wann? Wenn wir Muslime alle zusammenhalten. Aber warum wird da nicht zusammengehalten? Machtgier? Feigheit? Oh, ich könnte ja Probleme kriegen. Dummheit? Weil wenn du wirklich gegen etwas bist, bring mir doch einen plausiblen Beitrag. Sag mir doch eine Alternative. Es kann nicht sein, dass du keine Alternative hast, wenn du es ernst meinst. Denn Allah sagt, وَالَّذِينَ جَعَدُوا فِينَ لَنَحْدِيَنُمْ سُبْلَنَا. Diejenigen, die sich auf unserem Weg bemühen, denen zeigen wir unsere Wege. Wenn es dir also nicht darum geht, nur unser Projekt kaputt zu machen, sondern die Wahrheit nach vorne zu bringen, dann wirst du doch mit einer Alternative kommen können. Warum kommst du nicht mit einer Alternative? Warum kannst du immer nur dagegen sein? Warum kannst du immer nur einen Stein in den Weg stellen? Dann Street-Dauer-Projekte. Street-Dauer-Projekte beispielsweise, das Lease-Projekt. Erstmal nur, weil das Lease-Projekt ist verboten worden, weil es angeblich den IS unterstützt hat. Guck mal, ich bin nie der Initiator des Lease-Projektes gewesen. Okay? Nie. Und ich könnte lange über dieses Thema reden, aber ich bin zu Gewissheit, nahezu zu Gewissheit überzeugt, dass das Quatsch mit Soße ist. Okay? Das ist nicht mein Projekt. Ich brauche das Projekt nicht zu verteidigen. In dem Sinne. Aber es ist Quatsch. Aber wisst ihr, was damals erzählt wurde, als das Lease-Projekt im Jahr 2011 aufgemacht wurde? Und viele Leute denken, das Lease-Projekt wäre mein Projekt. Wisst ihr warum? Weil ich das so oft verteidigt habe. Weil ich so oft Werbung für dieses Projekt gemacht habe. Es ist nicht mein Projekt. Nie gewesen. Ich war nicht der Initiator gewesen. Ich hatte andere Projekte gehabt.
Aber da kommen Leute, die vorher den Koran verteilt haben und erzählen dann, das ist nicht islamisch. Und da gibt es eine Fatwa auf Deutsch, die könnt ihr euch heute noch im Internet anschauen. Eine Fatwa auf Deutsch. Also wer so eine Fatwa macht, der gehört eigentlich eine Ohrfeige reingehauen. So mit der Religion zu spielen, ist eine Frechheit. Da schreibt er, dieses Projekt darf man nicht unterstützen, weil die Medien schlecht darüber reden und dadurch könnte der Schaden für die Muslime größer werden. Ach so, das heißt also jetzt, jedes Projekt, wo die Medien schlecht drüber schreiben, müssen wir dann aufhören im Umkehrschluss. Da können wir kein Projekt mehr machen. Subhanallah, der Prophet a.s.w. ist damals auf die Märkte gegangen, hat Dawa gemacht und die Medien der damaligen Zeit, wer war das? Die hieß nicht Bild-Zeitung. Was haben die gesagt? Abu Jahl hießen die, Abu Lahab hießen die. Die sind hinter dem hergegangen und haben gesagt, Kizab, Kahin, Sahir, Mjnun, Lügner, Zauberer, Wahrsager, Verrückter. Das waren damals die Labels, das waren damals die Begriffe, die man für ihn gewählt hat. Die Muslime hat man nicht Salafisten genannt, die hat man Subah genannt. Denen hat man Begriffe gegeben, das waren die Medien der damaligen Zeit. Hat der Prophet a.s.w. gesagt, ich gehe nicht mehr auf den Berg Safa oder ich gehe nicht mehr auf die Marktplätze, weil die Medien schlecht darüber reden. Was ist das für ein Verständnis von der Religion? Und sowas nennt sich Scheich. Das ist eine Frechheit. Dann wird im selben Fatwa wird gesagt, das ist verboten. Jetzt kommt Koranvers. La ikraha fiddin. Uqsimu billahi al-azim. Es wird argumentiert mit dem Vers La ikraha fiddin. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Man darf den Koran nicht auf der Straße verteilen, weil Allah im Koran sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Das musst du dir mal reinziehen. Kein Zwang im Glauben, hör mal, die Leute können kommen und den Koran und sagen, Dankeschön, ich wollte immer schon mal den Koran lesen. Das Zwang im Glauben, das ist eine Frechheit. Dann wird der nächste Vers ist, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِرِيْ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 رِ
2008 werde ich nicht eingeladen, 2009 werde ich nicht eingeladen. Ende 2009 wird Abu Adam und Abu Aliya werden eingeladen in eine Moschee in Wiesbaden. Und da bekommt die Moschee in Wiesbaden einen Brief von irgendeinem Integrationsamt und schreibt, sie haben im September 2007 einen Integrationsvertrag unterschrieben. Was beinhaltet der? Dass der Staat bestimmen kann, wer in Deutschland Vorträge macht. Wer hat dich dazu gezwungen? Deine Angst hat dich dazu gezwungen. Weil du bist nach deutschem Recht nicht dazu gezwungen. Aber du bist kein Mann. Und auch keine Frau. Du bist nichts. Du bist ein Angsthase. Das ist Feigheit. Das ist Feigheit. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, weil ich komme gleich auf den Punkt. Ich gebe hier Beispiele und gleich komme ich zu der Begründung, warum das so ist. Ihr seid jetzt mit uns zur Umrah gefahren. Richtig? Okay. Guck mal, ich hab bisher mit keinem darüber geredet. Bisher habe ich mit keinem darüber geredet. Wie viele von euch zu ihm sind Leute gekommen und haben gesagt, fahrt besser nicht mit denen, ihr werdet nachher noch vom Verfassungsschutz beobachtet oder kriegt Probleme. Wie viele von euch? Dir? Ist noch jemand passiert? Dir? Noch jemand? Dir? Ja, dir? Okay, alles klar. Also, euch nicht. Ihr seid ja eine Familie. Kann also fast, man kann also sagen, dir auch nicht. Haben wir das nur mit guten Leuten zu tun. Aber guck mal. Das ist das. Die kann rein rechtlich gar nichts passieren. Man muss sich hier vorstellen, wenn wir jetzt weiterfragen, weil die, die nicht aufgezeigt haben, gehören ja praktisch zur selben Familie und die, die aufgezeigt haben, auch zur selben. Ne? So. Das heißt, wenn wir weitergehen, wurde fast die Hälfte der Leute ist angesprochen worden oder sogar noch mehr. Was heißt das? Feigheit oder Machtgier oder Neid, weil die Leute haben damit Erfolg oder Macht oder was auch immer. Immer dasselbe Problem. Nächste Sache. Hallenverbote. Wir haben dann, vor allen Dingen als das mit den Moscheen nicht mehr klappt, Hallen gemietet. Und dort Vorträge gemacht. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, zur damaligen Zeit. Wisst ihr, wie lange wir keine Halle mehr gemietet haben? Schon lange. Weil jedes Mal, wenn die Halle gemietet wurde, kurz vorher, wurde das abgesagt. Warum? Weil das Ordnungsamt da hingegangen ist und hat gesagt, ja, wir können ja mal hier gucken oder eine Steuerprüfung machen oder Polizei ist dort hingegangen. Wisst ihr, wer am schnellsten absagt? Die Muslime. Wenn ihr mit dem deutschen Käfir einen Vertrag abgeschlossen habt, sagt ihr, ist mir doch egal. Die haben mit mir einen Vertrag und das war's. Machst du aber einen Vertrag mit dem Muslim, sagt er, ja Bruder, ich will keine Probleme kriegen. Was für Probleme? Was für Probleme kannst du bekommen? Wisst ihr, was das ist? Was ist die Definition von Feigheit? Die Definition von Feigheit ist, Angst zu haben vor etwas, wovor man keine Angst haben muss. Wenn ein Löwe jetzt hier angelaufen kommt und wir haben Angst und verstecken uns oder laufen da durch die Nottür, das ist keine Feigheit. Das ist eine natürliche Angst, weil es ein Löwe, der kann sich mit einem Prankenhieb zerfetzen. Aber Feigheit ist, vor etwas Angst zu haben, wovor du keine Angst haben musst. Humanitäre Hilfe. Da gab es verschiedene Organisationen. Wir haben das damals immer gemacht. 2013, 2014. Untereinander so viel Stress, so viel Bekämpfung. Warum? Neid, Machtgier. Lügen werden erzählt. Dann Hausunterricht. Ich mache Hausunterricht bei mir zu Hause. Und die Leute, die zu mir kommen, gehen da auch zu einem Unterricht in die Moschee. Wisst ihr, was die denen in der Moschee sagen? Ihr müsst euch entscheiden. Entweder ihr kommt zum Unterricht in die Moschee oder ihr geht da zum Hausunterricht. Was ist das Problem? Was sage ich zu denen? Geht ruhig dahin. Warum nicht? Das ist alles Machtgier, ist das. Neid. Moscheevorträge in Freiburg. Haben wir in Freiburg einen Moscheevortrag, wollten wir doch mal. Ein Seminar. Da ruft ein Prediger aus Deutschland bei der Moschee an und sagt, ja, lasst die lieber nicht bei euch in die Moschee, sonst kriegt ihr Probleme. Futter. Das heißt, guck mal,
Oft, wenn man über Probleme redet, redet man über die Vereinigung. Guck mal, alle Projekte, die du machen willst, um den Islam nach vorne zu bringen, werden unter den Muslimen untereinander zerstört. Und all das geht auf 4 Krankheiten des Herzens zurück. Nummer 1, Machtgier. Wenn ich nicht der Chef bin, mache ich nicht mit. Wenn das nicht mein Projekt ist, mache ich nicht mit. Ist genau dasselbe gewesen mit Wheel of Muhammad. Wir machen Werbung für andere Street-Dauer-Projekte. Als wir, beziehungsweise der Bilal Gümüş Wheel of Muhammad aufmacht, kriegen wir Screenshots geschickt, wo ein Initiator von einem anderen Projekt sagt, ja, die sind Spione, die wollen dem Islam schaden mit diesem Projekt. Projekt, wofür wir vorher Werbung gemacht haben. Das heißt, alle diese Projekte, jedes Mal, wenn du etwas machen willst, vereinigen willst, nach vorne bringen willst, Unterrichte machen willst, Projekte machen willst, es wird immer kaputt gemacht aus diesen 4 Krankheiten im Herzen. Machtgier, Neid, Feigheit und Doofheit. Jedes Mal. Das ist die Erfahrung, die ich über Jahre gemacht habe. Und ich habe mir die Frage gestellt, woher kommt das eigentlich? Was ist der Grund dafür, dass wir jedes Mal da... Und so ist das auch in den islamischen Ländern. So ist das auch in den Moscheeverbänden. Du hast eine Moschee, aus einer werden 2, aus 2 werden 4, aus 4 werden 8. Es ist wie eine Zellteilung. Man kann einfach nicht kommunizieren, kooperieren und miteinander zusammenarbeiten, weil es immer an diesen 4 Problemen scheitert. Und diese 4 Probleme haben etwas mit der Kindererziehung zu tun. Ich habe immer zu dem Ibrahim Thomas gesagt, Bruder, wir wollen mit Leuten Marathon laufen, die keine Beine haben. Die Beine, die du haben musst, um etwas in den Islam zu bringen, ist, du musst eine starke Persönlichkeit werden. Und wie gründet sich eine starke Persönlichkeit? Das hat was mit Erziehung zu tun. Und ob es mir glaubt oder nicht. Ob es mir glaubt oder nicht. Vieles davon, was eine starke Persönlichkeit ausmacht. Weil es gibt immer Brüder, die reden über die Erziehung in Deutschland, in den Schulen. Sehr, sehr negativ. Ja, hier, schau mal da, und Ichtilat und die Frauen und Männer und so weiter. Und das ist richtig, es gibt viele negative Sachen, aber es gibt auch positive Sachen. Warum funktioniert das beispielsweise, dass in Deutschland kooperiert wird, kommuniziert wird? Warum funktioniert das? Weil du schon vom Kindergarten an dazu getrimmt wirst. Das ist Erziehung. Erziehung ist nicht Wissensübermittlung. Ich kann dir sagen, sei ein ehrlicher Mensch. Aber damit habe ich dich nicht zur Ehrlichkeit erzogen. Ich kann dir sagen, der Prophet, Allah sagt im Koran, Wallahu ma'a as-sadiqin, Allah ist mit den Wahrhaftigen. Ich habe dir Wissen übermittelt. Ich habe dich aber noch nicht erzogen. Der Prophet, Allah, hat nicht nur Wissen übermittelt, er hat auch erzogen. Mit seinem eigenen Beispiel. Und das eigene Beispiel und die Kommunikation und das ständige Dabeisein ist das, was am stärksten beeinflusst. Und das sind die Hauptmittel in der Erziehung. Merkt euch das, weil da kommen wir in die nächsten Tage noch drauf. Vorbild und Kommunikation. Ich gebe euch ein Beispiel für Vorbild. Der Prophet ist bei einer Schlacht und er macht die Reihen gerade mit einem Pfeil. Und er sticht einen Sahabi und er tut ihm weh mit dem Pfeil. Was sagt der Prophet? Er macht seinen Bauch frei und sagt, revogiere dich bei mir. Was zeigt er damit? Er zeigt damit, guck mal, unsere Botschaft ist, Gerechtigkeit ist das höchste Gut. Gerechtigkeit steht über Hierarchie. Okay, jetzt frage ich dich. Der Prophet hat sich praktisch bei dem Sahabi entschuldigt. Der Sahabi hat gesagt, nee, ich lass von meinem Recht ab. Der edelste Mensch hätte auch sagen können, ja, Pech gehabt, was stehst du so blöd hier rum? Was stehst du so doof hier rum? Ja, da muss ich richtig hinschauen, Pech gehabt, jetzt habe ich dir weh getan. Stell dich nicht so an, du Esel. Natürlich, so würde der Prophet dazu nicht reden, aber ich gebe das als Beispiel, das ist das, was wir heute hören. Okay, ich habe das einmal zu Brüdern in der Reihe gesagt. Guck mal, und ich glaube, dass die Eltern alle eine gute Absicht haben. Ich glaube, die Eltern haben alle eine gute Absicht. Aber viele wissen es nicht, wie.
Wie oft hat dein Vater zu dir Entschuldigung gesagt? Brauchst du dich zu melden? Prophet hat Entschuldigung gesagt. Wenn du Entschuldigung sagst, machst du Gerechtigkeit zum höchsten Gut. Ich kann Fehler machen. Wenn du nie Entschuldigung sagst, sagst du, es geht um Hierarchie. Hierarchie ist wichtiger als Gerechtigkeit. Das sind so kleine Beispiele, die sehr wichtig sind. Auf jeden Fall, Eheprobleme haben auch damit zu tun. Leute, ich habe manchmal mit diesem ganzen Ehekram zu tun. Und das geht mir tierisch auf den Keks. Weil es ist immer so, bei der Eheproblem ist immer, du fragst die Frau, die erzählt ihre Version. Und dann fragst du den Mann, der erzählt seine Version. Und die Versionen sind auf jeden Fall 100% entgegengesetzt verschieden. Und dann musst du immer gucken, wie du das zusammensetzt, dass du irgendwo in der Mitte ankommst. Bei der Frau ist der Mann alles schuld. Beim Mann ist natürlich die Frau alles schuld. Ja? Und wenn du dann noch die Schwiegermutter fragst, dann hast du ganz verloren. Also die Mutter von der Frau oder andersherum, dann ist das am schlimmsten überhaupt, vor allem. Ja? Aber wisst ihr, wozu durch viele Probleme kommen? Auch genau durch diese Krankheiten. Der Mann oder auch die Frau sind extrem machtgierig. Der Mann hat solche Komplexe, der will unbedingt, dass seine Meinung überall durchgesetzt wird. Und der gibt keine Luft zum Atmen. Keine Luft zum Atmen. Die darf nicht zu ihrer Familie, die darf nicht zu ihren Freunden, weil überall lauert er, dass er irgendwie, ja, jemand seine Hierarchie und seine Autorität kaputt macht. Das macht ihr. Und macht ihr und Ängstlichkeit sind eng miteinander verbunden, weil jemand Angst hat, seine Macht zu verlieren. Leute, all diese Sachen gehen auf die Erziehung zurück. Wir können so viel über Verbesserung der Umma reden, wenn wir keine Generation aufbauen, die diese Krankheiten nicht hat. Wir werden niemals zusammenarbeiten können. Wir werden niemals etwas erreichen können, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Selbst im Gebet sagen wir, Ihdina Sirat al-Mustaqim, führ uns den geraden Weg. Allah sagt im Koran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie sich selber ändern. Umar al-Khattab sitzt mit den Sahaben in einem Raum und sagt, was würdet ihr euch wünschen, womit dieser Raum voll ist? Da sagen manche, mit Perlen, damit wir sie für Allah ausgeben können, um islamisch etwas nach vorne zu bringen. Die anderen sagen Gold, damit wir das Gold ausgeben können, um für den Islam einzusetzen. Dann sagt er, ich würde wünschen, der Raum wäre voll mit Männern, wie Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, damit ich sie raussenden kann, um sich für den Islam einzusetzen. Was heißt das? Die wichtigste Ressource ist der Mensch mit der Persönlichkeit. Und deswegen sage ich euch, wenn ihr was verbessern wollt, investiert in eure Kinder. Lasst eine Generation von Persönlichkeiten entziehen. Wie gesagt, es ist jetzt kurz vor dem Gebet. Ich würde am liebsten noch weiter labern. Und es gibt noch so viele Sachen zu sagen. Denkt dran, einen jungen Baum, den muss man stützen und schützen, ansonsten wächst der krumm. Wenn der einmal krumm gewachsen ist, ist es schwer, den gerade zu biegen. Und ich will keinen beleidigen, aber ich will euch sagen, es tut mir sehr, sehr weh. Es tut mir weh, wenn ich sehe, was man alles hätte erreichen können, wenn diese Krankheit nicht vorhanden gewesen wäre, wo wir heute sein können. Aber auf der anderen Seite ist es etwas Positives. Jeder Fehltritt, den du machst, ja, ist trotzdem ein Schritt nach vorne. Und jede schlechte Erfahrung ist meistens die wichtigste Erfahrung, weil du dadurch am meisten lernst. Und deswegen, Alhamdulillah, haben wir viel gelernt. Und das soll auch Hoffnung für euch geben. Viele Leute, die schätzen sich nur groß, auch was Frauen angeht, wenn sie selber etwas erreichen können. Guck mal. Du bist vielleicht die Person, die so wichtig ist, weil du deinen Sohn, deine Tochter richtig erzogen hast. Dich kennt vielleicht kein Mensch. Kennt einer meine Frau? Kennt den Namen nicht, weiß nicht, wie die aussieht. Keiner kennt die. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aber könnte ich mich so bewegen mit der Dauer, wenn ich keinen Rückhalt von zu Hause hätte? Wenn ich zu Hause nur Theater hätte und alle 2 Minuten Anruf kriegen würde, ja komm nach Hause, wo bleibst du?
Deswegen, die Frauen sind genauso wichtig wie die Männer. Khadija war diejenige, die den Propheten unterstützt hat. Deswegen wollte ich jedem damit ein bisschen Hoffnung machen. Inshallah reden wir die nächsten Tage weiter darüber, weil ich will noch über Mittel der Erziehung reden und über Fehler der Erziehung. Heute ging es erstmal um die Wichtigkeit dieser Sache für die islamische Bewegung nochmal vor Augen zu führen. Also heute ging es eigentlich um die Wichtigkeit der Erziehung, dass die Erziehung das A und O ist. Ich hoffe, dass das verständlich rübergekommen ist mit den Erfahrungen, die ich erzählt habe. Es ging hier nicht um eine Biografie, sondern ich wollte euch klar machen, inwieweit mich das zu der Überzeugung gebracht hat, durch diese ganzen Fehler, durch diese ganzen negativen Erfahrungen, warum es so wichtig ist, diese Krankheiten der Umma wegzubringen durch die Erziehung. Macht's gut, bis morgen, viel Spaß.